Jojo, was läuft? Geil, wieder umeinander zu einem neuen Video auf dem Kanal. Für alle, die es noch nicht wissen, am Sonntag gibt es immer Livestreams auf Twitch. twitch.tv/derkenner. Abonniere mich auch in Instagram, derkenner5, und dann verpasst du auf jeden Fall nichts mehr. Ab nächste Woche neue Location. Kommt in den Stream, schnurren wir zusammen, so wie es die Jungs gemacht haben. Ganz geile Fragen haben sie mir gestellt. Nach dem Video abonnieren, teilen, liken, was auch immer, du weißt, wie es läuft. Peace! Was haltest du von den ganzen jungen Rappern, die über Gras dies, das schnurren? Ich sag dir ehrlich, ich hatte das gedacht, wow, auch bei dieser Instabars Edition. Ich habe gar nichts zu dem Ganzen gesagt. Und das ist eigentlich ein sehr wichtiges Thema, das du ansprichst, ehrlich gesagt. Es ist schon ein übertrieben. Vor allem, es ist nicht nur, zum Beispiel, es ist ja nicht nur Weed. So wie auch sehr junge Rapper rappen über andere Sachen. Und ob das gut ist, das, ja, das wissen wir glaube ich bald, dass das nicht gut ist. So wie zu früh schon mit so Sachen und eben, nicht nur Kontakt, sondern sogar am Reden darüber. Geschweige denn, ich hoffe nicht, dass es wirklich stimmt, was sie sagen. Also, ein guter Rapper muss nicht unbedingt schocken, durch dass er so Sachen sagt, sondern er kann seine Skills auch anders zeigen. Er muss nicht unbedingt durch die Lines, dass er Koks oder was auch immer, oder Heroin oder was auch immer erwähnt. Genauso wie er wie andere Marken erwähnt. Das ist genauso so wack aus meiner Sicht. Also, ja. Ich bin kein Fan davon. Es gehört sicher irgendwo dazu. Das kann man nicht lügen. Das ist ja so. Aber man muss es nicht glorifizieren, also man sollte das nicht als etwas Gutes darstellen. Sondern vielleicht, wenn jemand gerappt hat früher, dass er rauslässt. Oder dass er, oder was auch immer, dann hat er das wahrscheinlich müssen rauslassen, wie der Biggie, wenn er sagt, er hat müssen rauslassen, damit er hat können essen kaufen für seine Tochter. Aber ich glaube, keiner von denen da oder so muss das machen. Darum, eigentlich unnötig. Also, rappet über die Probleme, die ihr wirklich habt und nicht einfach nur zum krass zu tun. Es wäre viel geiler, wenn eben Leute würden so Themen ansprechen in den Tracks, keine Ahnung, wo in der Schweiz, wenn du ein Schweizer Rapper bist, musst du nicht über... Ja, ihr wisst, was ich meine, ja? Also ich meine, jeder spielt sich auf irgendwie, weißt du? Ja, aber warte mal, jetzt müssen wir da auch nochmal schnell unterscheiden, weil du musst wissen, du musst wissen, im Hip-Hop bzw. im Rap ist das ist Kernessenz vom Rap, dass man sich gross macht, dass du sagst, ich bin der Beste oder ich bin besser als die anderen. Das ist der Grundding vom Hip-Hop bzw. vom Rap. Also, das ist ja darum gewesen, am Anfang hat man ja Konflikte versuchen zu lösen auf einer künstlerischen Ebene, anstatt dass man sich verprügelt. Das heisst, es war immer ein Konfront gewesen. Das heisst, du hast immer deine Argumente gegen dem von den anderen. Und das heisst, du hast dich auch immer besser gemacht als der andere. Du, so wie du hast sagen, ich bin besser als du. Das heisst, das gehört irgendwo dazu, dass man sich besser macht, dass man sagt, ich fick alle. Das muss so sein. Aber wie gesagt, das solltest du mit deinen Skills, mit deinen Werten, du solltest Werte vermitteln und dein Wert sollte nicht sein, dass Drogen geil sind. Oder dass Marken geil sind, sondern dein Wert sollte etwas anderes sein. Zum Beispiel eben deine Haut oder deine Familie. So, das ist das Problem heute, dass die Werte nicht mehr rum sind. Vor allem, die sind auch zum Teil hohe Jungen, so 14, 14, 15-Jährige oder so. Keine Ahnung, vertickt die Profis und weiß ich was. Und das ist einfach. Wenn du das zeigen hast, dann lernst du gerade am besten. Ja gut, über was willst du rappen, wenn du in der Schweiz lebst? Okay, ja, verstehe ich voll die Frage. Aber jetzt, dann eigentlich Gegenfrage stellen ist immer schlecht. Ich gehe nachher auch darauf ein, auf was wir rappen können. Aber ich frage dich jetzt mal, ja, dem Fall nur weil es uns gut geht, musst du jetzt dem Fall Probleme finden oder irgendwie so wie die Amis rappen und so tu, als wäre es krasse Ghetto da mit Waffen und so. Nein, so wie, du doch wirklich überlegen, Rap war immer ein Instrument, nicht um irgendwie Fame bekommen oder zum Frauenbums oder was auch immer, sondern Rap war immer, du willst etwas sagen. Und wenn du etwas sagen willst, dann musst du dich nicht fragen, was du sagen willst, sondern du willst es ja sagen. Das heisst, es ist irgendetwas, das dich stresst. Auch wenn es nur dein Nachbar ist, der dich stresst, weil er unfair ist oder weil er ein Rassist ist oder was auch immer, dann musst du das in deinem Text verarbeiten. Oder du beim Arbeiten, dein Chef oder irgendetwas anderes oder politisch sogar in der Schweiz stimmt etwas nicht, dann solltest du das in deinen Text reinbringen und nicht einfach nur du mit Themen suchen, wo eben
damit es einfach Klicks bringt oder so. Sondern dann machst du es einfach eben. Es gibt natürlich die, die es machen, um erfolgreich zu sein. Und dann machst du halt eben das, da Trap und was auch immer und Gucci, Gucci, Gucci. Aber lieber machst du reale Sachen. Und das war es schon wieder mit dem Highlight aus dem Stream. Wie vorher gesagt, abonniert den Kanal, folgt mir in Twitch, folgt mir im Instagram. Peace!